kein Ehrentreffer für unseren VfL Kirchheim, aber trotzdem eine tolle Begegnung. Herzlichen Dank an die Mannschaft von Bruno Labbadia und herzlichen Glückwunsch auch an den VfL Kirchheim und der Cheftrainer Rainer Kraft für diese Begegnung. Rund 4.500 Besucher, wir bedanken uns herzlich. Nochmal der Hinweis für die Kollegen der Presse und die Vertreter der Medien. Im Nebenzimmer des Vereinsheims findet in Kürze die Pressekonferenz mit beiden Trainern statt. Ansonsten wünsche ich dem VfB Stuttgart und dem VfL Kirchheim eine erfolgreiche Saison, eine gute restliche Vorbereitung. Wir freuen uns auf die neue Fußball-Punktrunde bei beiden Mannschaften. Allen Besuchern noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende, einen guten Nachhauseweg und hoffentlich bis bald entweder beim VfB Stuttgart oder natürlich auch hier beim VfL Kirchheim. Kommen Sie gut nach Hause, bis bald, auf Wiedersehen.